Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich. Das Wetter ist verrückt, oder? Es ist nur heute leider extrem windig. Das ist unschön. Das wird sich möglicherweise auch auf die Tonaufnahme ausmachen. Aber gut. Dann schneiden wir halt ein bisschen mehr oder unterlegen halt eben ein bisschen mehr mit Musik. Schaut mal hier, ihr seht das hier oben an den Bäumen, wie die gehen. Es ist ganz, ganz dolle windig. Ah, toll, ne? Hier seht ihr schon so die ersten Häuser so im Eifelstil hier mit diesen Bruchsteinen gebaut und so. Das sieht schon richtig gut aus, ne? Der Herr fährt links, das ist in Ordnung. Ja, diese Tour heute geht dann von Aachen aus über die Eifeldörfer bis hin zum Ruhrsee. Die schönen Eifellandschaften, die kleinen Eifeldörfer. Mal schauen, was wir dabei erleben können, was wir dabei sehen können. Also, es ist mein erster Roadtrip sozusagen. Schöne Ecke hier, Leute. Sehr schöne Ecke, ne? Schaut euch mal an hier. Wow. Wow, ich bin echt begeistert. Ah, das ist halt eben ne, dieses Voreifelgebiet. In 200 Meter müssen wir rechts. Richtung Zweifall geht es jetzt hier, okay. Oh, hier ist ein Umleitungsschild. Ach, scheiße. 24.0D, frei bis Ortseingang Zweifall. Na, das ist ja mal scheiße. Fängt ja schon gut an, meine erste Eifeltour, ne? Ich find's ja cool. Aber ich genieße das, ne? Ich genieße das sowas von, ihr glaubt es gar nicht. Das ist einfach nur schön. Dieses Cruisen in allen Richtungen. Cruisen in alle Richtungen steht da. Boah, schaut euch mal das Haus hier an, die Häuser. Das ist ja mal cool, oder? Schönes Sightseeing hier. Ah, ich genieße das, ne? Schön durch den Wald durch, ist es hier hoffentlich mal Ruhe mit dem Wind. Aber da fahren wir ins Schwarze rein, vor uns. Oh, hier sind aber schon frische Leute. Boah, toll, ne? Tolles Ambiente hier. Ja, jetzt sieht es nach ganz gut aus. Veranstaltung. Gemeinde Röthgenrott, 30 Fahrt. Halt! Die Straßen hier zu fahren, ne? Jetzt wisst ihr, warum die Eifel also so ein Motorradspielplatz ist, ne? Es ist hier richtig scharf zu fahren, Leute. Das ist ein Ambiente hier und dann immer schön Kurven dabei. Wahnsinn! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Nur wie gesagt, Eifel, unwahrscheinlich viele Blitzer, viele Kontrollen, muss man echt aufpassen. Aber ist ja nicht schlimm, du kannst dich ja an die Geschwindigkeit halten, ist ja kein Problem. Ja. Das geht alles gut. Ah, jetzt ist hier wieder schön, schönes Wetter. Oh, jetzt seht ihr gut runter. Ah, klasse Ambiente, ne?
Ganz klasse, ein großes Kino. Großes, großes Kino. Ja, ich habe den Eindruck, es ist nicht mehr ganz so laut im Helm jetzt vorne mit diesem kleinen Windschutz, den ich mir da unten am Helm noch dran gemacht habe. Und ja, das hören wir dann, ne? Aber der Helm ist auch schon alt, der hat schon seine 20 Jahre auf dem Puckel, glaube ich, oder so. Es wird auch mal langsam Zeit für einen neuen, und da muss ich mal gucken, was es da so gibt. Ja, muss ja jetzt nicht so ein extremer Helm sein. Einfach mal für meine, ja, ich sag mal, für meinen Roller. Ich will jetzt nicht sagen Schönwetterfahrer, aber zumindest wenn ich auch so Touren fahre, versuche ich halt eben, ne, im schönen Wetter zu fahren. Ich rase nicht, versuche ich jedenfalls nicht. Und dementsprechend ist das ja wahrscheinlich auch nicht so, macht man ja auch nicht so einen hohen Anspruch, Sicherheitsanspruch an dem Helm. Also der soll schon sicher sein, auf jeden Fall, ne? Was mir aber wirklich wichtig wäre, ist, dass der Helm, oh, was, hier, wie, da nicht rauf, ach so, da, hier muss ich lang. Was mir echt wichtig wäre, ist, dass der Helm leise ist, also von innen drin. Das heißt, dass ich nur unterm Kinn, also hier dann so einen Windschutz habe, ne? Boah, jetzt hat hier auch Leute. dass ich hier so einen Windschutz habe, dass der Helm an sich leise ist, ne? Ich weiß nicht, was man da nehmen muss, da muss ich mich auch mal beraten lassen. Ich denke, ich glaube, ich werde morgen mal nach Louis, der ist ja bei uns in Aachen, so ein Louis, so eine Louis-Geschäftsstelle, werde ich mal hinfahren. Ich glaube, da braucht man wirklich eine Beratung. Boah, Leute, schaut euch das an. Ist das nicht ein Traum? Hier, ein Träumchen. Ein Träumchen, wie Horst Lichter sagt. Wow. Ich liebe es, Leute. Guckt euch diese kurvigen Straßen an. Boah, schaut euch das an. Schaut euch das an. Das ist ja mal echt oberscharf. Hier ist der Fennbahnradweg, Leute. Das ist der Fennbahnradweg, ne? Also, müsst ihr mal gucken, bei mir auf dem E-Bike-Kanal, da findet ihr ein Video über den Fennbahnradweg. Da fahre ich mit meinem Bruder, meiner Schwägerin, meine Frau natürlich auch noch, fahren wir den Fennbahnradweg bis Kalter Herberg. Der Fennbahnradweg, das ist ja eine alte Bahntrasse, die früher von Aachen aus bis Trier ging. Und die hat maximal 2% Steigung. Normal nur, ja, 1,5%, und an manchen Stellen halt eben nur 2% Steigung. Ne? Deshalb fahren da sehr, sehr viele Radfahrer. Ist ja auch für Radfahrer ausgebaut. Ja, nicht knutschen da. Hm? Ach, das ist die Baustelle, die ich bei der Fahrschule schon kennengelernt habe. Hey Leute, das ist ein Ding, da bin ich mit der Fahrschule
mit dem Fahrlehrer, das war ja auch der Chef, sind wir gefahren. Wir kamen vom Ruhrsee hinten hoch und auf der anderen Seite, oder das andere Ende der Baustelle, sagen wir mal so, da stand ein Bus. So, der hatte uns sozusagen die Sicht versperrt auf die Ampel und wir hatten gedacht, ja, der hält jetzt da eine Haltestelle. Ne? Der Fahrlehrer fuhr ja vorweg mit seiner, wann ist er gefahren, eine 1250er GS, ne? Eine BMW, und ist dann einfach vorbeigezogen und sozusagen, wo der Bus, ja, der stand ja vorne an der Ampel, ne? Also bei Rot durch, drüber, haben wir das dann so aus dem Augenwinkel gesehen. Und, ja, dann so in der Baustelle, in so einer Lücke, so ein bisschen angehalten. Und als wir dann im Rückspiegel gesehen haben, so, der Bus fährt los, dann sind wir dann auch losgefahren. Dann war natürlich schon ein bisschen eine coole Nummer. Ja, das war heftig, Leute. Das war extrem heftig. Das war schon extrem heftig. So, was haben wir denn jetzt schon? 44,7 Kilometer. Bin ich schon gefahren, ne? Von zu Hause ab weg bis hier. Wie gesagt, ja, auf der freien Pläne draußen, da war extrem viel Wind. Also ich würde mal vermuten, dass da viele Tonaufnahmen sehr, sehr verblasen sind. Also werde ich das, wenn es eine schöne Passage ist, mit ein bisschen mit Musik hinterlegen. Ne? Ja. Und dann gucken wir einfach mal auf, vor mir fährt ja ein dicker Porsche. Und weiter geht's, Leute. Rosi, ich komme. Uiuiui. Ah, Leute, guckt euch das an. Ist das nicht herrlich, hier in der Eifel zu fahren? Was ist, ich bin so glücklich. Ich bin glücklich. So, das müssen wir gleich links. Rosi, da steht's. Habt ihr gesehen? Rosi. Guten Tag. Hey, Longhorn drin. Wow. Longhorns. So, einmal nach links. Ist das richtig hier? Ja. Oh, hier ist wieder so windig, ne? Oh, guck mal hier, cooles Ambiente, ne? Wow. Was steht denn da, ein Turm? Ach nee, das ist nur ein Silo. Okay, alter Wehrturm. Nicht wirklich. Boah, sau aus. Guck mal, wie klar die Sicht ist. Super genial, ne? Ach, jetzt wisst ihr, warum auch hier immer, ne? Da stehen die Windräder, ne? Warum hier oben scheint der Wind immer gut zu pfeifen? Weil man stellt die Windräder auch wirklich nur dahin, wo ja immer gut Wind ist, ne? Und von da drüben komme ich gerade. Aber die Sicht ist ja wohl super genial. Wo muss ich hin geradeaus? Die Sicht ist ja super genial. Oh, und hier ist nichts los auf der Straße gerade. Total scharf, das ist so ein Nebenstraßenstück hier. Guck dir mal, ey, guck mal diese alte Baumallee hier an. Wow. 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 Ich bin in Rollesbusch. Wir müssen jetzt weiter ausfahren. In Strauch sind wir. Oh, hier ist ein Bikertreff. Hier ist ein Bikertreff. Ob ich da mit meinem Roller langfahren darf? Rein darf? Oder ob die mich rausschmeißen? Sehr schön. Holländische Gang. Boah, guck mal, der Triumph da hinten. Come on, move it on.
Runter. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Boah, gut, wir machen, was hier los ist, ne? Da ist ja mal Kohle, ja, oder? Segelbötchen. Ist das ein Ambiente, Leute? Ist das ein Ambiente? Ich bin an der Ruhrsee. Da kann ich die Ruhr sehen.